Begegnung von Konrad Ferdinand Meyer, gelesen für LibriVox.org. Mich führte durch den Tannenwald ein stiller Pfad, ein tief verschneiter. Da, ohne dass ein Huf gehallt, erblickt ich plötzlich einen Reiter. Nicht zugewandt, nicht abgewandt kam er, den Mantel umgeschlagen, mir deuchte, dass ich ihn gekannt in alten, längst verschollenen Tagen. Der jungen Augen wilde Kraft, des Mundes Trotz und herbes Schweigen, ein Zug von Traum und Leidenschaft berührte mich so tief und eigen. Sein Rösslein zog auf weißer Bahn vorbei mit ungehörten Hufen, mich fast's mit Lust und Grauen an, ihm Gruß und Namen nachzurufen. Doch keinen Namen hab ich dann als meinen eigenen gefunden, da Ross und Reiter schon im Tann und hinterm Schneegeflock verschwunden. Ende von Begegnung, gelesen von Hokuspokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.